Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Und ich bin immer noch in dem Übergangsgebiet Schlucht hier. Und bin so ein bisschen, ich mag dann immer nicht nach unten gucken, weil es ist doch auf jeden Fall recht hoch bei solchen Sachen. Und das wird ja mir gleich nochmal bevorstehen, wenn wir nämlich über die halb kaputte Eisenbahnbrücke rüberlaufen müssen. Und dann sind wir auch schon am Coastal Highway angekommen. Küstenschnellstraße. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr ganz so weit bis zurück zur Tankstelle. Und dann geht, glaube ich, eher die Planungsproblematik los. Also planen, was ich alles mitnehmen muss in die neue Region, was ich alles brauche, um dann festzustellen, dass ich das ganz Wichtige wahrscheinlich dann doch vergessen habe und. So, ich wollte eine Kleinigkeit noch trinken, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Bisschen mehr als ein Liter, mal gucken, was er trinkt jetzt. Okay, 400 Milliliter hat er jetzt getrunken. 420. Aber damit bin ich auch wieder komplett in Ordnung. Erschöpfung ist noch nicht so hoch, das müsste noch passen. Jetzt bin ich auch nicht mehr überladen, jetzt geht die auch nicht mehr ganz so schnell runter. Und natürlich werde ich wie üblich versuchen, wenig zu sprinten, wobei ich eben glaube, wenn wir erstmal an Coastal Highway sind und an der Straße angekommen sind, da macht es dann, glaube ich, wirklich Sinn zu sprinten, weil man wirklich extrem schnell unterwegs ist auf der Straße und dann in kurzer Zeit recht viel Strecke machen kann. Aber na klar, ist natürlich auch immer die Frage, sollte man sich nicht vielleicht die Sprintenergie aufheben für den Fall, dass man irgendwie weglaufen muss vor irgendeinem Wolf. Ach, apropos Wolf, ich könnte mal noch eine Fackel in die Hand nehmen. Denn in Mystic Lake, Rätselsee, Mystery Lake, nicht Mystic Lake, Mystery Lake heißt das, genau, Rätselsee, da gibt es ja schon eine Menge Wölfe, aber ich glaube, Coastal Highway ist echt so, dass hier wohnen die. So. Ich habe gerade gedacht, hier kommt jetzt schon der Übergang, aber ist ja Quatsch, wir sind noch gar nicht über die Brücke gelaufen, ne? Das ist jetzt hier tatsächlich nur so ein Tunnel. Ich muss ja noch über die fürchterliche Brücke rüber, die müsste jetzt hier hinter der nächsten Kurve auf mich warten. Und mich freundlich daran erinnern, wie ich da mal runtergefallen bin. Da ist sie. Aber ich bin sehr froh, dass das Wetter echt halbwegs durchhält. Ist das was? Ne, guckt nur ein bisschen Schiene durch. Das Wetter ist halbwegs stabil. Plus 3 Grad sind jetzt. Also Kälte ist jetzt, ne, mein Wärmeempfinden steigt sogar an. Das ist doch auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Hat man nicht allzu oft bei The Long Dark. 6 Stunden Tageslicht übrig. Das heißt, wir sind jetzt aber auch, ist jetzt auch Mittagshitze, ne? Höher geht die Sonne nicht. Wärmer wird es wahrscheinlich den ganzen Tag nicht mehr. Aber jetzt wollen wir uns mal nicht darauf konzentrieren, wie hoch die Sonne steht und wie so ein Vollidiot hier durch die Gegend gucken, sondern ich konzentriere mich jetzt nur darauf, nicht von dieser Brücke runterzufallen. Was? Nein, man, es reizt einen natürlich irgendwie dann, sich so diese ganzen Naturwunder auch anzugucken. Aber ich will nicht zu viel riskieren. Wie die Brücke dann auch knarzt, wenn man mitten drauf ist, ne? Ja, ja. So, erstmal auf der Schiene hier. Das ist mein Lieblingsmoment hier. Ja, bitte lauter knarzen. Vielen Dank. Wow. So, wir haben es geschafft. Für diejenigen unter euch, die die ersten Staffeln von The Long Dark bei mir nicht gesehen haben, ich bin nicht an dieser Stelle runtergefallen, wo man irgendwie prädestiniert ist, runterzufallen, wenn man sich zu blöd anstellt. Nee, ich bin ganz vorne auf der anderen Seite runtergefallen, wo man eigentlich überhaupt nicht runterfallen kann. So. Einfach um sozusagen das sich blöd anstellen einfach nochmal auf die Spitze zu treiben, muss sich ja lohnen. So. Und das ist dann jetzt der Übergangstunnel zu Coastal Highway. Und da muss ich natürlich gucken beim Weg nach unten jetzt an den Schlingen bei diesen komischen Häschen da vorbeizugehen. Mal zu sehen, ob ich ein Kaninchen gefangen habe. Schlucht verlassen, das wollen wir.
So. Das ist jetzt, genau, Küstenstraße. Und ich glaube, dass ich hier relativ früh rechts runter muss. Denn ich glaube... Ja, ich bin hier auch hochgekommen. Und dann muss ich, glaube ich, sogar nochmal nach rechts weg, um zu dieser... Ich glaube, ich bin hier... Ja, ich gehe hier runter. Ich glaube, ich muss dann nochmal rechts rum, irgendwie ein Stückchen, um zu dieser Stelle zu kommen, wo unsere Schlingenfallen stehen. Aber ich glaube, selbst wenn die was eingefangen haben, ist das doch da längst irgendwie zu Stein erfroren irgendwie, ne? Also, mal gucken. Ich habe ja noch nie... Ich habe ja noch nie was damit gefangen. Oh ne, ich muss mal hier... Genau, und ich glaube, wenn ich diesem Flussding hier, diesem zugefrorenen Bach entlang folge, dann führt er mich automatisch da vorbei. Ist ein kleines bisschen ein Umweg. Aber wir haben noch 6 Stunden Tageslicht, alles in Ordnung. Und das Wetter ist heute tatsächlich wirklich gut und stabil und lädt zum Reisen ein. Ich glaube, dass das hier irgendwie jetzt ist. Oder? Da steht ja auch so eine kleine Hütte. Wahrscheinlich muss man sich zum Jagen dann irgendwie wirklich in dieser Hütte einquartieren und da auch ein bisschen bleiben. Aber da sind meine Schlingen. Ja, hier ist das hier. Hier ist eine Schlinge, da ist ein Hase. Und ich glaube, die eine Schlinge hat was gefangen. Guckt euch das an. Oder steht die denn? Sieht das nur so aus? Nee. Kaninchenkadaver. 5% gefroren. Na, Glück muss man haben. So, Haut, Darm, alles mitnehmen. Ich weiß, ich bin jetzt wahrscheinlich gleich wieder völlig überladen. Das macht nichts. Wir sind ja jetzt gleich zu Hause. Aber es wäre blöd. Schlinge. Einfache Schlinge, mit der man kleine Tiere fängt. Ist das jetzt gerade dunkler geworden? Ach so, weil die... Aha, verstehe. Jetzt ist der schon 20% gefroren. Also habe ich offensichtlich ein bisschen Schwein gehabt. Ich gucke jetzt mal gerade, ob ich die Schlinge einfach nochmal aufstelle. Schadet ja nichts. Ich sie jetzt mit mir rumschleppe. Ich habe ja mehrere. Können wir hier noch eine hinstellen? Ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwelche Auswirkungen hat, wo ich das hinstelle genau. So, aber hier geht's nicht. So, dann suchen wir mal noch die andere. Ich glaube, die war hier oben irgendwo. Kaninchenhain. Hier ist besagte Hütte, von der ich gerade sprach. Und da hinten ist meine Schlinge. Ach, no, da ist noch niemand reingelaufen. Da ist noch niemand reingelaufen. Okay. Da habe ich offensichtlich wirklich großes Glück gehabt. Und auch großes Glück gehabt, dass das Ding nur zu 5% gefroren war. Wobei ich glaube, selbst wenn das voll gefroren ist, die Haut, und das war ja das, was ich am dringendsten haben wollte jetzt von dieser ganzen Geschichte, die kriege ich trotzdem raus. Man hat da nur Probleme, glaube ich, genug Fleisch rauszukriegen. Aber wie gesagt, das wäre mir jetzt so ein bisschen egal. Bärenbach Campingplatz hier, das habe ich schon durchsucht auf dem Hinweg. So, jetzt schneit's. +4 aber immer noch. Also das Wetter ist heute wirklich gnädig. Also muss ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das Ding heißt hier nicht ohne Grund Bärenbach Campingplatz, weil der Bach war, glaube ich, irgendwie Teil des Reviers von dem Bären, der irgendwie da in einer der vorangegangenen Folgen plötzlich auf mich zugelaufen ist. Aber ich kann hier auch ein bisschen abkürzen und hier vorne runtergehen. Denn das ist ohnehin die Richtung, in die wir müssen, um zurück zur Tankstelle zu kommen. Es dämmert jetzt. 4 Stunden Tageslicht. Also, jetzt ging aber die Zeit doch schneller. Nee, natürlich. Ich habe ja das Karnickel ausgenommen. Das hat natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit gekostet. Ja. Übrigens auch, was ich immer sehr, sehr schätze bei Spielen, die gut mit Licht, Tageslichtstimmung und so arbeiten, dass man anhand der Lichtstimmung erkennen kann, ob es frühs, abends, vormittags, nachmittags ist. Das ist tatsächlich auch was bei The Long Dark sehr gut funktioniert. Ich finde, man sieht ganz deutlich, dass das jetzt nicht hier morgens ist, dass nicht die Sonne gerade aufgeht, sondern dass sie am Untergehen ist. Ohne jetzt wirklich mit dem Finger drauf zeigen zu können, warum das so ist. Klar, die langen Schatten, aber theoretisch, wenn die Sonne aufgeht, hat man auch lange Schatten. Aber es ist eben eher nicht die Morgenröte, sondern irgendwie so ein Nachmittagsgelb wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das.
Finde ich auf jeden Fall klasse, dass man das hier sehen kann. So, da unten ist Stromleitung. Und das ist ja auch schon der See, also ist die Straße insgesamt nicht mehr fern. Ah ja, hier ist das Fischerdorf. Ich werde mich mal jetzt hier nicht runterschwingen. Da habe ich irgendwie Schiss, dass das nichts wird. Ich mir nur irgendwie sämtliche Knochen breche. Ach, das ist... Hab ich mich erschrocken. Das meine ich übrigens mit dem optimierungswürdigen Fluchtverhalten der Wildtiere. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gedacht, das sind meine Schritte. Und dann kam das immer näher. Und dann ist natürlich jetzt irgendwie so ein Reh nicht sonderlich furchteinflößend. Aber ich dachte, das sind so langsame Schritte, die offensichtlich von einem schweren Tier her rühren. Und ich dachte irgendwie, der Bär hat unsere freundliche Verfolgung aufgenommen. In sehr gemächlichem Tempo zugegebenermaßen, aber dennoch. Hier ist es genauso steil. Pass auf, ich versuche jetzt hier so schräg runterzulaufen. So serpentinartig. In der Hoffnung, dass ich mir dann nicht alle Knochen breche. Ja, sieht gut aus. Sieht so aus, als wäre mir das gelungen. So, das ist das Fischerdorf. Da vorne ist das Holzfällerlager. Wie doll bin ich überladen? Ich bin ein bisschen müde. Ich könnte mal eine Kleinigkeit essen. Zack. Schön ein bisschen kaltes Wild. Und weil ich müde bin, kann ich jetzt nicht mehr so viel tragen. Okay, verstehe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Es ist natürlich auch eine echt lange Reise, um die am Stück durchzuziehen. Das gebe ich natürlich gerne zu. Ich mache jetzt hier mal ein kleines bisschen. Ich weiß, dass dadurch meine Müdigkeit noch schneller nach oben geht. Aber wie gesagt, ich finde, auf der Straße kommt man immer sehr, sehr gut voran. Habe ich wieder in die Musik reingequatscht. Manchmal denke ich irgendwie, man sollte da auch einfach mal ein bisschen den Mund halten und das Spiel so für sich wirken lassen, denn es hat ja immer wieder schöne Bilder zu bieten. So, das ist das Holzfällerlager. Ausgelaugt. Aufgeschissen. Auf jeden Fall ist mir warm. Mir ist auf jeden Fall richtig warm. 3 Grad. Und so dieser leichte Schneefall. Also ich muss wirklich sagen, dafür, dass wir vorher echt so ein bisschen Wetterchaos hatten, haben wir jetzt hier wirklich Glück gehabt. Schöner Reisetag. Und wir sind jetzt ja schon 4 Stunden. Wir sind so roundabout 7, 8 Stunden sind wir jetzt schon on the road. Also... drüben ist ein Wolf. Machen wir noch ein bisschen. Einfach um ein bisschen Abstand zu dem Wolf zu kriegen, dass der nicht irgendwie unsere Witterung aufnehmen kann. So, und das nächste, was kommt, ist dann eigentlich schon das Dorf. Und wenn ich jetzt nicht vollkommen bescheuert bin, dann hinter dem Felsen müsste es dann so langsam losgehen. Achso, nee, das ist nochmal, das ist nochmal dieser Übergang, wo ich irgendwie durch die Felsbrocken durch muss. Und dann irgendwann demnächst. So. Der ist jetzt sehr, sehr müde. Ist klar, war anstrengend, war eine weite Reise. So. Ja, und ich glaube, da vorne, hinter den Felsen da, da geht es dann irgendwie los. So, jetzt kommt wieder, genau, der flüchtet wieder auf uns zu. Naja, nicht so ganz.
Flüchtet auf den See. Ich hoffe nicht in sein Verderben, mit dem er jetzt hier gleich... Oh, jetzt guckt er uns erstmal an. Gucken, wo wir hingehen. Und dann nimmt er seine normalen Tätigkeiten wieder auf. So, da vorne sehe ich doch schon die ersten... Die ersten Gebäude von dem Dorf. Und da vorne sehe ich meines Erachtens nach auch einen Wolf. Auf den letzten Metern. Ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt noch die Fackel entzünden. Aber ich weiß nicht genau, ob es möglich ist, dass mir das erspart bleibt. Gucken, der überquert da gerade die Straße, der Wolf. Er ist, glaube ich, hinter der Tankstelle, kann das sein? Eventuell mache ich auch einfach einen... Ziehe ich nochmal so einen kurzen Usain Bolt Gedächtnissprint an, um in die Tanke reinzukommen. Küstenort, genau. Ja, lauf du mal. Lauf du mal da zu dem grünen Haus. Darf auch nicht immer zu sehr in eine Richtung starren, sonst wird man von einer anderen Richtung von einem Wolf überrascht. Aber das haben wir sogar ohne Sprint geschafft. So. Und da sind wir wieder zu Hause. Sehr schön. Ich glaube, erste Amtshandlung wird es natürlich sein, irgendwo zu schlafen, weil ich bin wirklich wahnsinnig müde. Und so ein bisschen, das können wir aber vorher, glaube ich, noch machen, so ein bisschen Zeug aussortieren. Ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, die trocknen müssen. Ich bin sehr erschöpft. Bisschen Hunger, bisschen Durst. Wir gucken mal ganz kurz. Frische Rehhaut, die lege ich mal hier hin. Und hier hinten die andere. Ablegen. Dann habe ich auch noch ein bisschen Gedärm. Das kann auch noch hier irgendwie hin. Ablegen, 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 ablegen. Frischer Kaninchenpelz, den lege ich woanders hin. Den lege ich hier hin oder so. Ablegen. Was habe ich jetzt getan? Habe ich es abgelegt? Oder habe ich einfach daneben geklickt? Ich habe daneben geklickt. So. Und das sind hier noch irgendwelche Bartflechten. Die, wo habe ich denn die? Habe ich die irgendwo? Mal kurz meine Lampe zur Hand nehmen. Dass man hier auch was sieht. Ich habe nicht schon irgendwo Bartflechten gesammelt. Offensichtlich nicht. Da sind meine Sprösslinge. Dann werde ich das jetzt mal hier ablegen. Alle ablegen. Die muss ich auch nicht mit mir rumschleppen. Aber die müssen theoretisch auch nicht trocknen oder sowas, ne? Hätte ich sie auch in den Medizinschrank machen können, denn dafür sind sie ja eigentlich da. So, getrocknete Rehhaut, getrocknete Rehhaut, getrocknete Rehhaut. Ich habe dreimal getrocknete Rehhaut. Ich glaube, um irgendwas daraus herzustellen, brauche ich vier. Ich habe einen getrockneten Wolfspelz. Frischer Wolfspelz. Ich habe drei getrocknete Wolfspelze. Es hat nicht gereicht, dass dieser eine Wolfspelz hier vollständig durchtrocknet. Ich fasse es nicht. Ich glaube, ich brauche auch... Also wir können mal kurz hier in die Werkbank reingucken. Fackel, Schlinge, Haken, Schnur und Angelzeug. Kaninchenpelz. Vorher brauche ich viermal getrockneten Kaninchenpelz. Aber ich habe nur einen. Also die stehen nicht zur Debatte. Die Rehleder steht. Da habe ich zweimal getrocknete Rehhaut und viermal Darm. Das weiß ich gar nicht, ob ich genug Darm habe. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, meine Lampe nachfüllen. Aktionen auffüllen, auffüllen. Habe ich einen Kanister dabei? Habe ich das gerade richtig gesehen? Weiß ich auch nicht. Ich hoffe eigentlich nicht, dass ich einen Kanister mit mir rumschleppe. So, machen wir kurz wieder an, bitte. Ich bin so müde, dass mein Zustand runtergeht, aber ist egal. Kaninchenfressen, so, Rehlederstiefel. Wenn ich genug Darm habe, könnte das sogar funktionieren. Für die Hose bräuchte ich drei. Die bringt plus drei, plus drei, plus vier, plus drei, die Stiefel. Der Mantel, da brauche ich vier Pelz und viermal Darm. Den Bärenfellschlafsack, ist egal. Für den Bogen haben wir auch nichts. Schäfte, Pfeile, okay. Also dann gucke ich mal ganz kurz, was meine getrockneten Darmvorräte sagen. Getrockneter Darm, alles getrockneter Darm. Das könnten, ups, jetzt habe ich den genommen. Aber das ist ja auch eigentlich in Ordnung. Viermal getrockneter Darm. Und ich könnte mir jetzt, das war die frische Rehhaut, ne? Ich Vollidiot. Lip, lip. Frische Rehhaut ablegen. So, aber ich habe getrocknete Rehhaut.
Oh, hier lagen welche übereinander. Also ich habe sogar theoretisch vier getrocknete Rehhäute. Das heißt, Rehlederstiefel, Rehlederhose, 3-3, 7 und 5 ist der Wolfspelzmantel. Okay, nee, Stiefel und Hose kann ich herstellen. Ich bräuchte 7 und ich glaube, ich habe dann 5, ne? Also hier ist noch, die ist frisch. Die ist frisch. Nee, ich hab diese 4. Okay, aber dann kann ich die eine hier wieder ablegen, weil ist auch egal. Ablegen. Und dann stelle ich mir jetzt erstmal, was hätte ich, glaube ich, 2 ablegen können, weil ich glaube, die Stiefel waren besser als die Hose und brauchten 4 und 3 und 3 und 3. Ja, ja. Okay, was ich vorher aber nochmal nachgucken möchte, ist denn, was mir das sozusagen in der Differenz bringen würde. Denn meine Thermostiefel machen 3 und 2, die würden 4 und 3 bringen. Das heißt also insgesamt plus 2 Grad. Wenn ich aber meine Hose austausche, ich habe nämlich nur eine dämliche Jeans, die bringt nämlich nur 0,9. Ich glaube, da habe ich dann bei 3 und 3 habe ich 5,1 Grad dazu gewonnen. Ich glaube, dann ist es doch besser, wenn ich mir die Hose herstelle. Ich hoffe, meine Rechnung war jetzt richtig. Aber ich würde sagen, dass sie das war. Und ich glaube, dass ich dann doch eher mit der Lederhose anfange. Das dauert wahrscheinlich 100.000 Jahre. 12,5 Stunden. Das machen wir nicht mehr vorm Schlafen gehen. Ich packe jetzt mal irgendwie das Zeug weg. Muss ich noch was essen und was trinken? Ja, ich könnte noch eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Einfach nur vorm Schlafen gehen noch ein bisschen was essen und was trinken. Das ist okay. Ich glaube, durch die Nacht komme ich dann auch noch mit dem Wasser und dann muss ich mir welches herstellen. Aber wir haben hier glücklicherweise genug Holzreserven. Und jetzt werde ich erstmal schlafen. 2 Stunden Tageslicht sind noch übrig, die muss ich mit überpennen. Das mache ich einfach wieder zwischen den Folgen. Schlafen ist ja nicht immer so wahnsinnig unterhaltsam und ich glaube, wir haben diese Folge damit auch erfolgreich hinter uns gebracht. Wir sind angekommen in der Tankstelle. Ich kann mir eine Rehlederhose herstellen. Das dauert 12,5 Stunden. Das wird also der Plan für den nächsten Tag und damit die nächste Folge sein. Das wird bestimmt ganz interessant zu sehen sein, ob ich da zwischendurch irgendwie eine Pause machen kann zum Essen und Trinken oder so. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Sage euch bis dahin wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.